Die haarsträubenden Fälle des Philip Maloney, der kleine Bruder. Meine neue Klientin hieß Sauber und arbeitete sinnigerweise in einer Wäscherei. Ich überlegte mir, ob ich gleich meine Schmutzwäsche mitbringen sollte, verzichtete dann aber darauf, da ich mir noch nicht ganz so sicher war, ob ich den Fall annehmen sollte. Mein Vater wurde vor 2 Wochen tot aufgefunden. Die Polizei geht davon aus, dass er im Suff von einem Gerüst gestürzt ist. Ich aber glaube, dass er ermordet wurde. Und der olle Meloni soll jetzt nach dem Mörder suchen. Das klingt nicht schlecht. Wirft denn die Wäscherei genug ab, um langwierige Ermittlungen zu finanzieren? Ich habe vor vielen, vielen Jahren im Lotto gewonnen. Keine Millionen, aber ein netter kleiner Betrag, den ich gut angelegt habe. Dann mal her mit den Zinsen. Wie wäre es mit 1.000 vorab und weiteren 4.000, wenn Sie den Mörder überführen? Das klingt nicht gerade nach einem Volltreffer mit Zusatzzahl. Die meisten Mörder kommen aus dem Umfeld des Täters. Mein Vater hatte nur wenige Freunde und Bekannte. Deshalb dürfte der Fall nicht allzu schwierig sein. Bevor ich nicht ein paar Details kenne, kann ich das nicht beurteilen. Wer war Ihr Vater und weshalb sollte ihn jemand umbringen? Mein Vater war ein Tunichtgut. Ist das die nette Umschreibung für einen Kriminellen oder war er nur ein Säufer vor dem Herrn? Beides. Er saß mehrere Jahre im Gefängnis und er hat getrunken. Und weshalb saß er im Gefängnis? Das Übliche. Ich weiß nicht, was in Ihrer Familie so üblich ist. Mord, Totschlag oder betrügerischer Konkurs? Bewaffneter Raubüberfälle. Zwei konnte man ihm nachweisen. Hat er jeweils Komplizen? Meist arbeitete er mit einem oder zwei Komplizen zusammen. Und die landeten auch im Knast? Ja, und das Geld wurde sichergestellt. Und die beiden Kumpels von früher sind auch wieder auf freiem Fuß? Der eine schon seit Jahren und der andere ist im Gefängnis gestorben. Ja, Sie sagten am Telefon, dass Ihr Vater von einem Gerüst fiel. Ja, und er hatte 2 Promille intus. Ja, das klingt nach einem Unfall und nicht nach einem Mord. Das behauptet die Polizei auch. Und ehrlich gesagt habe ich das zuerst auch geglaubt. Aber dann übergab mir die Polizei den MP3-Player. Ihr Vater hatte einen MP3-Player dabei. Der gehörte nicht ihm. Er macht sich nichts aus Musik. Nie hätte er sich so ein Ding angeschafft. Er hatte beide Ohrstöpsel im Ohr. Da gehören Sie auch hin. Nach einem Sturz von einem Gerüst? Sie vermuten, dass Ihnen das Gerät vom Mörder ans Ohr gelegt wurde. Es gibt keine andere Erklärung. Und was für Musik ist auf dem Gerät gespeichert? Keine Musik. Aber hören Sie selbst. Sie reichte mir das Gerät und ich hielt die Stöpsel ans Ohr. Es tat höllisch weh. Doch sie beharrte darauf, dass ich mir alles anhörte. Danach war auch ich mir sicher, dass sich das niemand freiwillig antun würde. Deshalb nahm ich den Fall an. Er führte mich, wie so oft, zuerst ins Polizeipräsidium. Üble Sache, Maloney. Aber dafür sind wir nicht zuständig. Herr Sauber war ein stadtbekannter Herumtrinker und Streuner und er war mehrfach vorbestraft. Vielleicht liefert der MP3-Player oder das, was auf ihm zu hören ist, einen Hinweis auf den Mörder. Es gibt keinen Mörder, Maloney. Die Tochter hat sich in den vergangenen Jahren nicht um ihren Vater gekümmert und jetzt plagt sie ein schlechtes Gewissen. Das ist ganz normal. Sie sollten mit Ihrem Supercomputer diesen MP3-Player genau untersuchen. Vielleicht verbirgt sich irgendwo eine geheime Botschaft. Das haben wir gemacht, Maloney. Hallo, die Datei ist gespeichert. Hier. Wie wär's mit einem hübschen Kanarienvogel? Hier habe ich zum Beispiel einen prächtigen Harzerroller. Ja. Ich dachte immer, das sei ein Lutschbonbon. Nein, nein. Der Harzerroller ist ein speziell für erstklassigen Gesang gezüchteter Kanarienvogel. Haben Sie einen, der Harry heißt? Harry? Ja, selbstverständlich dürfen Sie nennen, wie Sie wollen, aber Harry... Das würde ich einem Vogel nie antun. Irgendwie kommt mir das bekannt vor. Das erstaunt mich nicht, Maloney. Wir haben intensiv recherchiert und herausgefunden, dass es sich um ein Hörspiel handelt, das vor 20 Jahren ausgestrahlt wurde. Eine Art Krimi, aber mit grauenhaften Darstellungen. Völlig hanebüchener Geschichte. Der Mörder will uns mit diesem Hörspiel etwas mitteilen. Das bezweifle ich, Maloney. Das Hörspiel war ein Teil einer Serie, die aber nach wenigen Folgen wegen Misserfolgs wieder abgesetzt wurde. Der Hauptdarsteller trat später einer Sekte bei
und verkauft heute auf Marktständen Wässerchen gegen Altersbeschwerden. Ah, und was ist aus dem Autor geworden? Typischer Fall für eine gescheiterte Künstlerexistenz. Ließ sich jahrelang von Frauen aushalten, ehe es diese nicht mehr mit ihm aushielten. Er schreibt heute unter verschiedenen Pseudonymen Kolumnen. Etwa als Fridolin Benz über die Freuden des Hausmannes und als Micheline Kalmiroten über die triste Erotik von Freizeitstudentinnen. Ah, ja. Vielleicht hat er den Mord begangen, um auf sich aufmerksam zu machen. Der Mann lebt seit über 10 Jahren auf einem Bauernhof in Irland, wo er neben Schafen noch Kürbisse züchtet. Ja, und was ist aus den anderen Beteiligten geworden? Seien Sie froh, dass sich Ihr Leben schon immer auf tiefem Niveau abgespielt hat, Maloney. So können Sie nicht noch weiter sinken. An diese Hörspielserie erinnert sich kaum noch jemand. Und das ist auch gut so. Ich habe mir die ganze erste Folge angehört und da kommt kein einziger richtiger Polizist drin vor. Eine solche Serie kann nicht erfolgreich sein. Stellen Sie sich vor, so etwas wäre 20 Jahre gelaufen. Ganze Generationen wären heute verstorben und verdorben und verloren. Die nächsten Stunden verbrachte ich in einem Zeitungsarchiv, wo ich nach Artikeln über den verstorbenen Herrn Sauber suchte. Fündig wurde ich vor allem bei einigen Gerichtsreportagen und Fahndungsaufrufen. Immerhin gelang es mir, 2 Komplizen aus seiner Zeit als Krimineller ausfindig zu machen. Der eine lebte bei seiner Mutter. Meine wilden Tage sind vorbei. Sobald ich wieder einen Job gefunden habe, werde ich ein geregeltes und seriöses Leben beginnen. Schön. Ich habe sogar schon eine Frau kennengelernt, die noch nie im Gefängnis saß. Das ist zweifellos ein guter Start ins neue Leben. Sie haben sicherlich gehört, dass es Herrn Sauber nicht so gut erging. Er hatte einen Unfall, das stand in der Zeitung. Ich überlegte mir, ob ich an die Beerdigung gehen sollte. Aber an solchen Anlässen wird man gerne rückfällig. Sie waren drogensüchtig? Nein, aber ich kann jederzeit wieder in Versuchung geraten, eine Bank zu überfallen. Ah, wie oft waren Sie mit Sauber unterwegs? Wir haben uns in einer einschlägigen Bar kennengelernt. Ein Banküberfall war für mich etwas ganz Neues. Er war ein alter Hase. Das passte gut. Aber verhaftet wurden Sie beide? Erst beim zweiten Überfall. Ein Kunde wollte den starken Mann spielen und alles geriet außer Kontrolle. Wurde bei dem Überfall jemand verletzt? Ja, aber er hat es überlebt. Das war der Grund, weshalb ich mich von ihm lossagte. Seine Waffe war immer geladen. Ich hingegen bin Pazifist. Ach, Sie wollten die Bank mit einer Wasserpistole überfallen? Ich bin mehr der Typ, der sich einen tollen Plan ausheckt, einen Tunnel gräbt oder durchs Dach einsteigt. Also theoretisch. Praktisch bin ich ja jetzt ein braver Steuerzahler und Jobsucher. Er versicherte mir, sich von allem Bösen losgesagt zu haben und zeigte mir sein Zimmer, das spartanisch eingerichtet war, wie eine Gefängniszelle. Der zweite ehemalige Komplize von Herrn Sauber lebte in einem Obdachlosenheim und benötigte 1 Liter Fusel, ehe er ansprechbar war. Ja, sowas spricht sich rum, ist einfach vom Gerüst gefallen, der Saufkopf. Sie haben eine Weile mit ihm zusammengearbeitet. Ja, 2 oder 3 Überfälle. Boah, das ist so lange her. Sauber ist nicht verunglückt. Jemand hat ihn ermordet. Ja, das kann vorkommen. Manchmal denke ich, abgeknallt zu werden, das ist besser als hier drin zu landen. Wer hätte ein Motiv gehabt, Sauber zu töten? Woher soll ich das wissen? Die Menschen sind seltsam, hab sie nie kapiert. Ja, schauen Sie mich an. Mir hat nie jemand was geschenkt. Und gestern fand ich plötzlich einen Musikspieler in meiner Jackentasche. Einfach so. Ja, aber es ist keine Musik drauf. Nur Leute, die quatschen. Jemand hat Ihnen einen MP3-Player geschenkt. Reißen die Dinger so? Ja. Ist klein und hat nur wenig Knöpfe. Ja, möchten Sie kaufen? Ist das Ding so wertvoll wie diese elektronischen Äpfel? Kann ich den MP3-Player sehen? 100 Franken? Ja, damit könnte ich mich ein paar Tage ernähren. 100 Franken fürs Anschauen? Ja, okay. Können ihn behalten. Ja, ist schon gut. Ist eh nichts Gescheites drauf. Also, ich mag ja lieber Country-Musik. Da fühle ich mich wie ein Bauer auf seinem Traktor. Er kramte in seiner Tasche und reichte mir den MP3-Player. Er war mit einer klebrigen und stinkenden Masse überzogen. Ein Blick genügte, um zu sehen, dass er gleich aussah wie jenes Stück, das man beim toten Herrn Sauber gefunden hatte.
Die Polizei hatte nichts Gescheiteres zu tun, als im Radioarchiv nach anderen Hörspielen jenes Autors zu fahnden, der auch für den Text auf den ominösen MP3-Playern verantwortlich war. Üble Sache, Maloney. Zwei unserer Beamten mussten krankgeschrieben werden, nachdem sie sich stundenlang Hörspiele und Schreckmümpfelis angehört hatten. Wir lassen deshalb die Hörspiele von einer Software analysieren. Leider versteht diese kein Deutsch. Deshalb werden wir den Text zuerst ins Englische und von da ins Chinesische übersetzen. Sie sollten sich auf jenes Hörspiel beschränken, das bei dem Toten gefunden und das Herrn Eaton zugespielt wurde. Das haben wir längst getan, Maloney. Wir sind derzeit dabei, alle Veganer in der Schweiz ermittlungstechnisch zu erfassen. Sie suchen den Mörder bei den Veganern? Wir gehen nach wie vor von einem Unfall aus. Um aber alle Unklarheiten zu beseitigen, überprüfen wir die Alibis aller in der Schweiz wohnhaften Texaner. Veganer. Und weshalb ausgerechnet die Veganer? In dem Hörspiel geht es um einen entführten Kanarienvogel und um Wachteleier. Veganer essen keine Kanarienvögel und auch keine Eier. Und sie tragen kein Leder, das wissen wir alles mal, Maloney. Und weshalb ermitteln Sie trotzdem gegen die Veganer? Wir ermitteln nicht, wir schließen aus. Wenn die Veganer als Tätergruppe nicht in Frage kommen, sind wir einen Schritt weiter. Und in der Zwischenzeit läuft der Mörder frei herum und verteilt MP3-Player. Das kann auch eine Werbeaktion eines Radiosenders sein. Och, die an ehemalige Schwerverbrecher gratis MP3-Player abgibt. Vielleicht ist es ein Teil eines neuen Konzeptes, um Straffällige wieder in die Gesellschaft einzugliedern. Heutzutage sind viele Menschen anal fixiert. Analphabeten. Da kann es Sinn machen, wenn man Hörspiele für sie schreibt. Man könnte auch die Hausordnung künftig als Hörspiel verteilen. Oder noch besser, eine Fernsehserie daraus machen. Der Hauswart, Teil 1, der Waschküchenschlüssel. Hauswart gibt es nicht mehr, Maloney. Die heißen jetzt Facility Manager. Ja, Polizisten gibt es auch nicht mehr. Die heißen jetzt Däumchen-Drehmanager. Wenn Sie uns keinen Verdächtigen liefern, können wir auch nicht ermitteln. Die Zeiten sind vorbei, als man einfach drauf los ermitteln konnte. Heute müssen mindestens 3 Verdachtsmomente vorliegen, damit ein Fahndungsplakat bewilligt wird. Eine Stunde später traf ich mich mit meiner Klientin an jenem Ort, an dem ihr Vater zu Tode kam. Das Gerüst stand noch immer da, aber es waren weit und breit keine Arbeiter zu sehen. Die Baufirma hat vor 3 Wochen Konkurs gemacht. Seither ist das Gerüst und die Baustelle nicht gesichert. Oh. Es übernachten Obdachlose in dem Haus. War Ihr Vater obdachlos, als er starb? Er hat sich gerne auf der Straße herumgetrieben. Aha. Kennen Sie Stefan Eaton? Ah, der Name sagt mir was. Eaton. Hat er früher mal mit meinem Vater Raubüberfälle begangen? Und hat ebenfalls einen MP3-Player erhalten. Eaton ist auch tot? Noch lebt er. Aber es kann durchaus sein, dass er der Nächste auf der Liste ist. Was für eine Liste? Mein Vater saß lange im Gefängnis. Er hat seine Strafe abgesessen. Hat Ihr Vater einen seiner Komplizen verraten? So etwas hätte er nie getan. Er hatte seine Ganoven-Ehre, wie er es nannte. So, haben Sie herausgefunden, mit wem Ihr Vater zuletzt Kontakt hatte? Vielleicht eine Frau? Über seine Liebschaften hat er mit mir nicht geredet. In seiner Brieftasche habe ich eine Visitenkarte gefunden. Ein Hans-Peter Wichtel. Sie gab mir die Visitenkarte und ich machte mich auf den Weg. Wichtel nannte sich Berater und er hatte ein Büro mitten im Rotlichtviertel der Stadt. Im Hausflur begegnete ich einem Transvestiten und Herren, die eilig und mit dem Blick auf den Boden gerichtet an mir vorbei die Treppe runtergingen. Die Büromieten in dieser Stadt sind horrend. Ich kann mir vorläufig nichts Besseres leisten. Das macht nichts, macht nichts. Unser Eins lebt auch nicht besser. Und womit kann ich Ihnen dienen? Suchen Sie einen Verwandten oder Bekannten? Ich suche den Mörder von Herrn Sauber. Mörder? Ja. In der Zeitung stand, dass Sauber verunglückt ist. So sieht es auch die Polizei, ich aber sehe mehr. Er hat sich nicht mehr bei mir gemeldet. Und weshalb war er bei Ihnen? Ich habe mich darauf spezialisiert, nach Menschen zu suchen. Mhm. Verwandte, Bekannte, Schulfreunde, ehemalige Liebhaber und so weiter. Ja, und nach wem sollten Sie für Herrn Sauber suchen? Nach einem jungen Mann. Und wie heißt der junge Mann? Die Zeiten sind hart und jeder Franken zählt. Mhm. Mehr kriegen Sie nicht. David Lauberich. Und weshalb sollen Sie nach diesem David Lauberich suchen? Das sagt er mir nicht. Das geht mich auch nichts an. Ich suche und finde. Der Rest interessiert mich nicht. Ja, haben Sie den jungen Mann gefunden?
Sauber zog den Auftrag zurück und ich suchte nicht mehr. Vermutlich ging ihm das Geld aus. Soll ich den jungen Mann für Sie suchen? Wenn ich nach ihm suche, kostet mich das weniger und die Erfolgsquote ist höher. Meine Erfolgsquote ist sehr gut. Möchten Sie die Referenzen sehen? Er zeigte auf einen mickrigen Aktenordner, in dem sich ein paar wenige Papiere verloren. Bevor ich mich auf die Suche nach dem jungen Mann machen konnte, erhielt ich einen Anruf der Polizei. Am Flussufer hatten Spaziergänger eine Leiche entdeckt. Üble Sache, Maloney. Der Mann wurde vermutlich niedergeschlagen, fiel ins Wasser und ertrank. Ah ja, und weshalb sollte mich das interessieren? Der Mann heißt Joska Brinkmann, ein ehemaliger Komplize von Sauber. Und Sie gehen noch immer davon aus, dass Sauber tödlich verunglückte. Die beiden Fälle müssen nicht zusammenhängen. Beide Opfer waren vorbestraft und verkehrten in kriminellen Kreisen. Brinkmann zeigte sich geläutert und lebte bei seiner Mutter. Seine Mutter ist ebenfalls vorbestraft. Sie hat mehrere Schenkkreise gegründet und ahnungslose Menschen über den Tisch gezogen. Wurde bei dem Toten ein MP3-Player gefunden? Allerdings, Maloney. Dann liegt der Zusammenhang auf der Hand. Brinkmann und Sauber wurden von ein und derselben Person umgebracht. Auf dem MP3-Player von Brinkmann ist kein Hörspiel zu hören, sondern das Wort zum Sonntag. Vielleicht ist dem Mörder das Hörspiel auf den Geist gegangen oder er versucht uns eine weitere Botschaft zu übermitteln. In dem Beitrag geht es um Vergebung. Wenn aber jemand vergibt, dann tötet er nicht. Das ergibt alles keinen Sinn. Es gibt noch einen Mann, der einen MP3-Player erhielt. Vielleicht wurden die beiden vom Täter verwechselt oder der andere lebt auch nicht mehr. Wir werden das überprüfen, Maloney. Ach, Sie sollten Stefan Eaton, falls er noch lebt, unter Personenschutz stellen. Das ist nicht so einfach, Maloney. Für Personenschutz muss eine akute Gefährdung vorliegen. Und für diese Gefährdung muss es einen Grund geben. Wenn ich in das Formular schreibe, erhielt einen MP3-Player geschenkt, dann müssen wir für Tausende von Jugendlichen Personenschutz beantragen. Sie könnten hinschreiben, ist der Dritte auf der Liste. Das behaupten Sie, Maloney. Aber in diesem Fall gibt es keine Liste, nur neuartige Tonbänder. Wir können davon ausgehen, dass die Täterschaft mit moderner Technik umgehen kann. Leute wie Sie sind deshalb unverdächtig. Während die Polizei im Ufergelände nach Spuren suchte, fuhr ich bei jenem obdachlosen Heim vorbei, in dem ich Eaton angetroffen hatte. Doch dort beschied man mir, den Mann seit unserem Treffen nicht mehr gesehen zu haben. Meine Klientin wusste nicht so recht, ob sie sich über die Neuigkeiten freuen sollte, denn immerhin ging es um Leben und Tod eines Menschen. Schließlich überwog aber die Genugtuung darüber, das richtige Gespür gehabt zu haben. Wenn die Polizei von Anfang an ermittelt hätte, dann wäre dieser zweite Mord vielleicht nie passiert. Das kann gut sein. Ändert jetzt aber nichts mehr. Es gibt ein drittes, mögliches Opfer. Und wenn wir herausfinden, was die drei gemeinsam hatten, dann finden wir auch den Täter. Die drei waren Komplizen. Sie haben in wechselnder Zusammensetzung Banken überfallen. Das ist die Gemeinsamkeit. Es ist kaum anzunehmen, dass einer der Bankkunden auf Rache aus ist. Aber vielleicht gab es noch einen vierten Komplizen, der von den anderen übers Ohr gehauen wurde. Das kann ich mir nicht vorstellen. Mein Vater war zwar ein Verbrecher, aber er hat immer alle Menschen gerecht behandelt. Bis auf jene, die er überfallen hat. Er hätte nie einen Rentner überfallen oder sonst so einen armen Tropf. Er hat sich das Geld immer da geholt, wo es im Überfluss vorhanden ist. Trotzdem sollten wir ins Auge fassen, dass es einen weiteren Komplizen gibt. Und was ist mit diesem Eaton? Er ist entweder untergetaucht oder sonst wie verschwunden. Ist es nicht seltsam, dass er einen MP3-Player auf sich trug und noch am Leben ist? Wir wissen nicht, wann Ihr Vater das Gerät erhielt. Vielleicht hat er es eine Weile arglos mit sich herumgetragen. Mein Vater hätte das Stück sofort verkauft. Das ist ein Argument. Suchen Sie nach diesem Eaton. Er ist der Schlüssel zu den Morden. Oder das nächste Opfer. So wie er lebt, hat er sowieso keine allzu hohe Lebenserwartung. Ich fuhr zurück in mein Büro und trank eine Menge Kaffee. Draußen tanzten die Schneeflocken und in meinem Kopf tanzten die Gedanken. Ich hatte keine große Lust, die obdachlosen Asyle nach Eaton abzuklappern und widmete mich dem mysteriösen jungen Mann, nach dem Sauber offenbar gesucht hatte, wurde aber nicht fündig. Schließlich landete ich wieder in dem schäbigen Büro des Mannes, der Suchaufträge entgegennahm. Ich bin überrascht, dass es so lange gedauert hat. Sie haben mich reingelegt und das mag ich nicht. Leider bin ich dazu gezwungen, aus jedem Auftrag so viel wie möglich herauszuholen. Ich hole gleich die Milz aus Ihnen raus. Ich lasse mich nicht einschüchtern.
Nach wem wollt ihr sauber suchen lassen? Das sagte ich Ihnen bereits. Es gibt keinen David Lauberich. 200 Franken und Sie kriegen von mir den richtigen Namen. Und für 500 sage ich Ihnen auch gleich noch, weshalb sauber nach ihm suchen wollte. Sie sind unverschämter als die Konzerne, die nach Staatsgeldern schreien, wenn es ihnen schlecht geht. In schlechten Zeiten ist sich jeder selbst am nächsten. Also, wenn Sie mich noch einmal reinlegen, lernen Sie mich richtig kennen. Ich habe früher geboxt, auch wenn man mir das nicht mehr ansieht. Aber mit Ihnen würde ich klarkommen. Raus mit der Sprache! Wie heißt der junge Mann? Er heißt Lauber, nicht Lauberich. Und der Vorname? Max Lauber. Und das ist die ganze Wahrheit? Er wurde bei einem Banküberfall angeschossen. Ach, und Sauber wollte herausfinden, wo er lebt. Ich glaube, er hat ein schlechtes Gewissen. Etwas, was Ihnen gänzlich fremd ist. Es gibt vermutlich mehr als einen Max Lauber in diesem Land. Das ist anzunehmen. Glücklicherweise kenne ich den zweiten Vornamen des gesuchten Max Lauber. Und glücklicherweise bin ich unbewaffnet. Nochmal 200? Ich werde Sie bei einem Konsumentenmagazin anschwärzen. Ich kann jede Publicity gebrauchen. Also gut, aber jetzt reicht es endgültig. Max Moritz Lauber. Darauf hätte ich auch selber kommen können. Zuletzt gemeldet war er in Grünwil. Das ist alles, was ich weiß. Es war genug, um mich auf den Weg zu machen. Offenbar war ich nicht der Einzige, der nach Max Moritz Lauber suchte. Denn vor dem Haus, in dem er zuletzt gemeldet war, traf ich auf einen alten Bekannten. Keine Ahnung, weshalb ich hierher kommen soll. Aber in diesem Umschlag steckt ein 200-Frankenschein, eine Fahrkarte und diese Adresse. Dachte, hier gibt's noch mehr Kohle, aber ich finde diesen Lauber nicht. Waren Sie damals in den Banküberfall verwickelt, bei dem jemand angeschossen wurde? Ich? Nein. Also bei mir wurde nie geschossen. Vorher wäre ich weggerannt. Also wenn irgendwo ein Knallkörper hochgeht, kriege ich schon Schweißausbrüche. Dann waren nur Sauber und Brinkmann bei jenem Überfall dabei. Ja, ich glaube schon, aber... ist aber auch schon ein paar Jahre her. Vergesse so vieles. Also, ja gut, das meiste ist es eh nicht wert, dass man sich daran erinnert. Auf einer Klingel steht der Name Lauber. Ja, so lesen kann ich selber, aber da steht Anna. Vielleicht seine Frau oder seine Mutter. Ja, kriege ich von der Kohle? Das bezweifle ich. Sie sollten sich irgendwo ein warmes Plätzchen suchen oder sich mit ein oder zwei Flaschen die Nacht um die Ohren schlagen. Ja, also zwei Flaschen brauche ich zum Frühstück. Er ging mürrisch weiter, nachdem ich ihm klargemacht hatte, dass in dem Haus nichts zu holen war. Es dauerte unendlich lange, bis der zuständige Beamte eintraf. Dafür dauerte es nur ganz kurz, bis uns geöffnet wurde. Frau Lauber sah müde aus und schien auf uns gewartet zu haben. Ich hatte gehofft, dass es mir gut tut, aber es macht mich nur müde. Im Namen des Feierabends, Sie sind verhaftet. Auf der Stelle. Ich hätte mich so oder so gestellt. Sie geben zu, zwei Menschen getötet zu haben. Sauber ist vom Gerüst gestürzt. Es war ein Unfall. Sie waren dabei, als es geschah. Ich habe ihn eine Woche lang beobachtet. Und Sie haben den MP3-Player zu dem Toten gelegt. Ich fand es passend. Die kleine Schwester. Max Moritz war mein kleiner Bruder. Sie wollten sich für Max Moritz Lauber rächen. Mein Bruder starb an den Spätfolgen des Schusses. Ein Teil des Projektils konnte nicht aus seinem Kopf operiert werden. Er hatte große Probleme seither, konnte nicht mehr sprechen. Und eines Morgens lag er tot im Bett. Er hat bei Ihnen gewohnt. Er verbrachte die meiste Zeit in einem Tagesheim. Und als Sauber zu Tode kam, reifte in Ihnen der Gedanke, seinen anderen Komplizen zu töten. Die Idee war plötzlich da. Ich war mir aber nicht sicher, welcher der beiden damals mit dabei war. Zuerst wollte ich sie nur einschüchtern. Das Hörspiel sollte sie zum Nachdenken bringen. Hörspiele bringen niemand zum Nachdenken. Das ist erwiesen. Ich habe ein Buch gelesen. Das musste ja kommen. Menschen, die sich Hörspiele anhören, ziehen sich in sich zurück. Einige finden danach nicht mehr ins richtige Leben. Sie werden zu Hörspielfiguren. Sie glauben, dass sie existieren. In Wirklichkeit aber sind sie nur Ausgeburten des Gehirns eines Schriftstellers. Ich würde mich jetzt gerne in ein Hörspiel zurückziehen. So einfach geht das nicht. Wir benötigen zuerst ein umfassendes Geständnis. Danach können Sie auf verminderte Zurechnungsfähigkeit plädieren, weil Sie sich zu viele Hörspiele angehört haben. Frau Lauber gestand und ich gönnte mir in einer netten Bar einen netten Whisky.
Am nächsten Tag wollte mir meine Klientin nur einen Teil meines Honorars auszahlen, weil ihr Vater doch nicht ermordet worden war. So geht das!